So, da sind wir wieder und jetzt mit Teil 5 des Let's Plays. Es war eine doch etwas längere Pause. Oh, ja, ich hab's direkt schon wieder verlernt. Weil ich mir nicht sicher war, ob wenn ich eine Aufnahme beendet habe und es quasi exportiert, das Programm, ob es sinnvoll ist, direkt wieder, ja, direkt die nächste Aufnahme zu spielen. Starten. Aber ich glaube, das habe ich letztens auch gemacht und das war eigentlich gar kein Problem gewesen. Aber ich wollte halt vorhin kurz das Video einmal gegenchecken, ob alles okay war. Und erstmal der Schock, so. In dem Video wurde halt irgendwie die Webcam nicht angezeigt. Und ja. Jetzt die Frage gleich, wenn das exportierte Video fertig ist, ob da dann die Webcam angezeigt wird oder nicht. Aber ja. Wer weiß das dann schon? Okay, ich habe jetzt hier fast direkt wieder einen Fehler gemacht. Ich kann auch einfach gedrückt halten und... Oh, wieso? Wieso? Ja, ich bring mich nochmal auf, komm, los. So. Wieso kriege ich das nicht hin? Naja, wenigstens. Das war so nicht gewollt, aber ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. War da unten irgendwo Leben zu holen. Ja, da. Aber. Hoffen wir einfach mal, dass ich das hinkriege, ohne zu sterben. Weil hier direkt Leben ist. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was ich als zum Schluss im letzten Video da irgendwie noch angefangen hatte, drüber zu reden. Kann mich nur noch dran erinnern, dass es irgendwie drum. Ich hatte irgendwas angefangen mit, was kann ich als nächstes spielen, stimmt. Aber das schaut auch wieder interessant aus. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Gegner! Ah, ja, okay, gut. Ich bin so ein Held. Ich habe ja total vergessen, dass ich... das ja gerade erst neu gelernt habe. Gegner mit den eigenen Projektilen abzuschießen. Okay, Timing ist die gefragt. Kann ich das irgendwie auch hinkriegen, ohne die ganze Zeit zu sterben? Bestimmt. Ich hatte auch die besten Voraussetzungen dafür.
kann mich heilen. Ich kann speichern. Worum ich euch aber bitten kann, ist... Sieht das denn mit der Webcam so okay aus? Ist sie zu weit weg? Ist sie zu nah dran? Ist die Helligkeit okay? Weil ich habe hier so ein Standding, wo ich die Helligkeit erhöhen und niedriger machen kann. Ich kann auch zwischen warmen und kalten Licht wechseln. Aber ich persönlich habe jetzt für mich jetzt so einfach mal gesagt, das warme Licht auf der niedrigsten Einstellung plus mein Zimmerlicht sieht halbwegs okay aus. Von der Helligkeit her. Optional würde sich natürlich auch irgendwann anbieten. Also gut, ich finde jetzt meine Webcam nicht schlecht. Aber es geht halt auch immer besser. Ich habe halt auch von Leuten gehört, die ihre GoPro zum anschließen und die dann als Webcam benutzen. Voraussetzung dafür wäre aber, dass ich noch so ein Camlink kaufe und ja, ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Ich habe das jetzt und fürs Erste denke ich reicht das. Ich meine, so viele Zuschauer habe ich jetzt eh nicht. Ha, bis auf ein paar Freunde, die mich eh beim Fällen zugucken wollten, sind da jetzt nicht so viele dabei. Was man jetzt nicht alles neu machen kann, wenn man diese Sachen gelernt hat. Too much damage, too much damage! Ja, okay, gut. Da hätte ich eigentlich noch was gebraucht. Okay, das Ding kann ich gerade schießen, weil das hat keine andere Flugbahn. Und alles von vorne. Erstmal das Ding da holen. So, jetzt probiere ich es nochmal. Einfach so. Das muss doch gehen. Reicht das? Perfekt. Ist da oben nochmal was? Nicht. Da ist nichts mehr. Ja gut, das war ja erstaunlich einfach. Würde ich jetzt behaupten. Okay, zum Fast Travel ist das jetzt natürlich einfacher. Und auf die andere Seite speichern. Speichern, ganz wichtig. Was bedeutet das?
Aha, ja. Und dann weiter? Muss ich dann hinterher? Könnte sein. Nein! Nein! Oh, ich bin so langsam gewesen. Aber jetzt weiß ich, da muss ich hin. Okay, neuer Versuch. Wirklich viel Zeit lässt es dir eigentlich nicht zu. Und wenn man das nicht hinkriegt beim ersten Versuch, ja. Okay, gut. Man kann es doch relativ easy schaffen, wenn man jetzt nicht so unglaublich schlecht im Zielen wäre. Wie ich, ja. Mm-hmm. Wie schaffe ich diesen Jump? Das muss ich erstmal herausfinden. Okay, der Jump ist machbar. Gut. Und mal schauen, wie viele Versuche ich brauche, um das hinzukriegen. Nein, Mann. Okay, ich springe mich jetzt um. Ich habe kein Leben mehr. Yeah, I know. I'm suicidal. Okay, ey. Verdammt nochmal. Ich bin auch so gut. Vielleicht kann ich auch einfach zwischenspeichern. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Falls man das kann. Nein! Ich... Woher hätte ich denn bitte wissen sollen, dass wenn ich meine Energie auflade, ich den Angriff damit auch umlenke? Ist dir auch schon so oft vorgekommen, dass ich das mache? Bei meinem Glück verkacke ich das jetzt. Speichern, speichern, speichern. So, letzter Part. Wo muss ich jetzt hin? Nach oben, oder? Wie komme ich nach oben? Hätte ich doch da einfach vorbeischießen sollen? Two more to go. Achso, ich hab schon. Oh. Das war's dann doch gut gewesen. Spiel wurde gespeichert. Yay! Wasser läuft. Oh, ja! Ja, what the fuck?
Woher hätte ich das ahnen können, dass mich das Wasser killt? Hm? Ey, ehrlich. Irgendwer muss mir doch sagen können. Okay, ja, komm. Bring mich um. Kill mich. Los, komm. Kill mich. Ich stehe drauf. Ja, okay. Hero Run. Hero Run. Komm, schieß auf mich. Schieß auf mich. Komm, schieß, 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 schieß. Und dann dabei noch diesen ganzen Mist aufsammeln, ey. Ja, Joel, hier so viel zu, ich laufe zu schnell, zu langsam, würde ich eher sagen. Schieß, 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 schieß. Wundervoll. Okay. Ich hätte es doch noch geschafft. Fast. Ah, okay. Es nützt nichts, schneller zu sein. Weil das Wasser einen einholt. Auch gut. Dankeschön. Okay, vorhin habe ich es irgendwie besser gemacht. Das ist aber irgendwie gemein, dass es nichts bringt, schneller zu sein. Ey. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Unterschied zwischen dem von vorhin und... Ach so, ich habe von dem... Okay, die Spinne ist gestorben und dann habe ich auch noch was bekommen. Zero Deaths, sag ich dazu. Zero Deaths. Ich sehe es schon kommen, wenn das die anderen morgen sehen oder übermorgen, wann auch immer, die lachen mich aus.
Wieso nehme ich nicht die Spinne einfach und schieße mich damit weiter? Aber nein. Ey, kann doch nicht wahr sein. Wie? Ich glaube, ich mach die Tasten woanders hin. Also es liegt nicht an der Steuerung, es liegt einfach nur daran, dass ich schlecht bin. Komm, ich verzichte mal auf das Ding. Ja, ich verzichte mal auf die Dinger. Kein Grind, einfach nur machen, um any percentage. Hauptsache, ich komme jetzt hier endlich weiter. Ich bin gestorben. Nein. Das grenzt schon an Peinlichkeit. Komm schon. Ich muss es doch mittlerweile drauf haben. Muscle Memory, wie auch immer. Ja. Komm schon. Ich probiere es gleich einfach mal aus. Kann man mittendrin speichern? Vermutlich nicht, aber... Komm, Froggo. Let me do that shit. Ich hab's geschafft. Oh. Wie viele Ansätze habe ich jetzt gebraucht? 7? 8?
Yay, es regnet. Und ich habe irgendwas. Vogel. Ist das ein guter Vogel oder ein böser Vogel? Ich meine, ich habe jetzt schon Trailer gesehen zu Ori and the Will of a Wisp, was jetzt irgendwann dieses Jahr rauskommt. Und da sind ja auch solche Vögel da. Und ja, er ist der Böse. Sonst hätte er mich jetzt da nicht runtergeschleudert. Kann ich schon irgendwas machen? Nein. Er sieht ziemlich böse aus. Ich kann mich nicht erinnern. War das der Vogel, der im ersten, einer der längeren Zwischensequenzen dieses Ding geklaut hat? Ist er Kuro? Ja. Der Typ, den ich vorhin gerettet hat, hat mich jetzt gerettet. Es gibt sowas wie Karma. So, von all den ganzen düsteren Zeugs. Ja, Ori wurde von Kuro, dem komischen Vogeldingens, angegriffen. Weil auch irgendein Grund er das Licht hasst. Und dieser Gummo hat uns gerettet. Und hier kann ich tauchen lernen. Im sauberen Wasser. Ah, jetzt ist das Wasser alles klar. Gut, dann brauchte ich keine Fähigkeit lernen. Dieses Giftwasser war von vornherein unnütz, dass ich da reingesprungen bin. Von einem Ende bis ans ganz andere Ende der Welt. Ich will jetzt nicht einfach reinspringen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Also ich krieg trotzdem Schaden, auch wenn ich da reingehe. Ah, okay. Nicht, ich krieg keinen Schaden, aber ich habe halt begrenzte Anzahl an Zeugs. Sauerstoff. Das Zeug nennt sich Sauerstoff. So. Ja. Ja, Piranha. Komm, kill mich. Das kann ich auch machen. Yay. Dann komme ich doch schnell von A nach B. Lass mich ran, das sind Stacheln. So, jetzt habe ich ein Leben mehr. Sterbe ich trotzdem instant? Nein, diesmal nicht. Wenigstens brauche ich nicht gegen die andauernd kämpfen. Nochmal speichern und noch mehr Leben dazu bekommen, ja. Was ist hier drüben? Nichts.
Schwimm, 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 schwimm. Okay, was ich ausprobieren kann, ist natürlich, ob ich auch an diesen komischen Dingern dann, ja, komm, 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 mach. Kann ich das auch? Kann ich auch machen. So. Heißt, wenn ich daran vorbeikomme, nicht zerschießen, sondern einfach nutzen. Ja, da. Oh, das hätte ich auch nicht machen sollen. Oh ja. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich hab's geschafft. Wait, what, 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 wait. Hier ist irgendein Geheimding. Ach nee, das ist nur noch unten. Map, die ich noch nicht gesehen habe. Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Ja, und sterben dabei. Das wäre noch besser. So. Ich mache diesen Part hier noch zu Ende. Wenn ich nicht andauernd sterben würde. So. 8 Minuten geht das hier noch. Dann beende ich die Aufnahme für heute. Das ist Teil 5. Weil dann ist es schon. Ja, gut, wir haben jetzt 4:30 morgens. Und da ich morgen selber arbeiten muss wieder, kann ich natürlich nicht ewig lange weitermachen, weil ich auch schlafen muss. Öffne hier erstmal den Weg. Ich will erstmal wissen, was hier drin ist. Die Frage ist, ob ich morgen nach Feierabend direkt Aufnahme 6 mache. Weil ich komme auf Tage nicht klar. Am Dienstag habe ich halt einen Frühdienst. Ja, ja. Was habe ich dir getan? Kann ich ihn auch benutzen als Springbock? Kann ich. Aber ich mache den keinen Damage. Lass mich doch in Ruhe! Wann lerne ich diese Dashes, falls diese Dashes mir überhaupt irgendwas bringen? Okay, ich speichere gleich. Ich speichere gleich. So. Wozu dieses ganze Zeugs, wenn man es nicht benutzt, um sich Leben dafür zu ercheaten? So, hier kommt Karte. Bam, bam. Falscher Knopf hier. So, schauen wir mal. Was sehe ich jetzt? Das habe ich alles noch nicht entdeckt, oder? Ja gut, Backtracking. Ich habe jetzt neue Fähigkeiten gelernt. Da kann ich jetzt da auch hin. Aber ist mein Sammeln und Entdecker waren wirklich so groß, dass ich das alles sehen möchte? Eigentlich ja nicht. Ja, diese Fähigkeiten habe ich alle noch nicht gelernt. Da komme ich noch nicht hin. Keine Shortcuts.
So, was kann ich als nächstes lernen? Zwei Leben dazu kommen. Ja. Mehr Leben zurückbekommen wäre auch eine Option. Lightburst. Ja. Nee. Mehr Leben. Da unten habe ich theoretisch alles. Ja. Ja. Wenigstens sieht die Welt jetzt ein bisschen fröhlicher aus. Zumindest in diesem Part, weil es jetzt Leben gibt. Nein, ich kann ihn nicht durchschießen und ich kann mich nicht durchschießen, glaube ich. Nein, das hilft nichts. Ich habe mich umsonst gemacht. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Komm, restore life. Bop. Ich bin einfach so schlecht in diesen Jump-Passagen. Okay, da komme ich noch nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich jumpen muss. Okay, das war weit genug. Neue Fähigkeit! Elo. Status of All Spirits. Und der Stärkste, ja. Und hier ruht er. Welche tolle Macht gibst du mir? Es sieht auf jeden Fall sehr episch aus, jedes Mal, wenn Orin eine neue Fähigkeit erlernt. Und diese stylische Pose. Stomp. Jetzt kann ich mich durch den Boden schlagen. So kann ich neue Gebiete kriegen. Also jetzt kann ich da hinten quasi überall durch diese Dinger durch, die mir alles den Weg versperrt haben, wo ich, wenn ich keinen Frosch hatte, mir das nichts gebracht hat. Dann gehen wir erstmal hier unten durch. Was da schön ist. Und was passiert, wenn ich das mache? Ah. Und hier kommt ein. Das Ding hat mich schon fast wieder den. Das Leben gekostet. Vielleicht sollte ich erstmal steigen, bevor ich sterbe hier. Aber nee. Oben. Irgendwo oben werde ich speichern. Hallo. Hallo. Kommt das Viech noch? Was ist
das? Was ist das für ein Ding? Das. Hä? War das nicht so ein Ding zum Aussammeln? Das war alles? Also komme ich da auch noch nicht hin. Das war klug. Das war klug. Also, das hat mir alles noch nichts gebracht. Komm. Ich will noch einmal nach da hinten durch. Oh, ich hab schon drüber. Egal. Das ziehe ich noch einmal durch. Dann kann ich halt auch das Video ein bisschen länger machen. Stört euch eh nicht. Schauen eh nicht so viele Leute zu. Kann man nicht auf jeden Fall zum Ausweichen benutzen. Ich laufe noch dahin, einmal zurück. Zum Areal und das war hammerklug. Und dann war es das mit dem heutigen Video auch schon. Oh, ich wusste es, ich wusste es. Komm her. Komm her! Fast. Fast hat er mich fertig gemacht. So. Ich gehe noch einmal hier diesen richtig tollen Platz. Speichern. Ich werde hier sterben. Es ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Okay, komm. Jetzt an dieser wunderschönen Stelle mach ich jetzt Stopp. Ich habe keine Ahnung, wo es mich jetzt hingeführt hat. Ich werde hier jetzt speichern. Und Dankeschön wieder fürs Einschalten und Zuschauen. Und vielen lieben Dank erstmal an meine Kollegen, die sich das jedes Mal antun. Wieso auch immer. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video.